on you, come over, let me get to know ya. Hey, nah, 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 delve into emotion, leave us in this moment. Yeah. Angekommen in Rouen. Ja. Oui. 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 Hafengebiet, habt ihr gesehen? Mhm. Erste Tour verfahren, eins zu früh reingefahren. So, und jetzt klären wir hier gleich mal ab. Wir werden jetzt hier für eine Nacht bleiben. Wir sind hier auf dem Weg nach Hause. Mhm. Ja. Langsam, aber sicher geht's nach Hause. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, uns hier ein bisschen zurechtfinden. Wir haben jetzt erstmal ein Käffchen gemacht und ja, eine kleine Schnecke dazu. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also typisch Hafen irgendwie, ne? Ganz interessant, ja, finde ich jetzt. Ist auch Schotter. Ja, Schotterplatz. Strom gibt es hier. Ja, soll wohl. Kommt da schon jemand? Oder? Keine Ahnung. Soll wohl um die 12 € kosten. Sagen wir aber gleich, melden wir uns nochmal. Ich wollte nur mal kurz nochmal Hallo sagen. Und dann gucken wir mal, dass ich hier so ein paar Fotos noch hinkriege. Ne? Ein paar bewegte Bilder. Also Videos. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together. Jetzt habe ich mal gerade so ein bisschen den Platz gefilmt. Also hier sollen offiziell 10 Stellplätze sein. Der eine oder andere ist zu viel hier. Nein. Hier vorne steht jetzt übrigens auch noch einer, den hast du gar nicht gesehen, ne? Doch, hab ich auch. Hast du auch schon gesehen? Mhm. Egal. So, auf jeden Fall so oder so ähnlich sind auch alle anderen Stellplätze gewesen, die wir in Frankreich angefahren haben. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja. Also ist nicht optisch, aber so voll. Mhm. Und ja. Kostet 12,40 € alles inklusive. Also mit Strom, eine Nacht, 2 Personen, ein Auto, Hund, alles dabei? Ein Hund weiß ich jetzt nicht. Fragt wahrscheinlich eh keiner nach. Jo, 12,40 €. Die waren relativ unfreundlich. Ach, weil man soll sich erst anmelden und dann auf den Platz fahren. Jetzt war zu, als wir ankamen. Und da war ich um 3 Uhr ja nochmal da, wo es offiziell die machen um 15 Uhr auf. 15 Uhr auf. So, jetzt war ich kurz nach 3 da, da war auch noch zu. Weiß nicht, ob er da gerade auf dem Klo war oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann um 4 Uhr hin und da waren sie dann da und ja, haben mich ein bisschen angemeckert, warum erst da anmelden, da hinstellen und dann auf den Platz fahren und so wie ich ihn verstanden habe, aber naja. Ja gut, hier war schon einer gewesen, der kam wohl vom Einkaufen, der hat uns draufgelassen mit seinem Chip. Du kriegst dann hier so eine, fürs Tor, hier so einen Chip. Dann ist hier alles zu. Ja. Und abends wurde auch beleuchtet, zumindest habe ich da ein paar Lampen gesehen. Und ja, der hat uns reingelassen. Dann sind wir draufgefahren. Ich wusste es auch nicht, ob das jetzt hier auch einer ist, der hier auf dem Stellplatz steht oder ob da hier ein Besitzer ist. Keine Ahnung. Egal, der hat uns reingelassen. Also, Die Verkabelung, wollte ich noch sagen, die ist ein bisschen abenteuerlich hier, aber offensichtlich funktioniert das. Da hängen jetzt, glaube ich, alle an einer Steckdose, wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, an einem so einen Mega-Verteiler. Aber egal. Nee, Wetter spielt jetzt gerade nicht mit, sonst wären wir noch nach Rouen reingefahren. Und das ist eine Viertelstunde von hier aus mit dem Fahrrad. Die Engländer neben uns, ja gut, die kennen das Wetter nie anders. Entschuldigung. Ja, die anderen sind auch schon alle hier mit dem Fahrrad losgefahren. Gerade los? Ja, die anderen. Also hier ist es heute bunt gemischt, das haben wir die ganze Zeit in Frankreich nicht gehabt. Genau, Engländer, Italiener, Franzosen, Deutsche, Spanier. Also so bunt gemischt habe ich das auf keinem Platz. Eine Tüte Buntes. Ja. Ja, wir werden nicht mehr in die Stadt fahren, ist das richtig? Nein, wir haben uns dagegen entschlossen. Wir haben jetzt auch keine Lust mehr irgendwie durch den Regen zu plästern. So große Touren, wenn jetzt hier irgendwie um die Ecke was gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, lass uns da nochmal hinlaufen. Aber zum Laufen für die Stadt ist es zu weit und die Fahrräder extra abmachen habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr. Weil du die auch immer abmachen musst. Nein, ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt keine Lust. Und wir fahren morgen weiter. Ich habe da schon einen Platz ausgesucht. Das ist. Dann verraten wir nicht. Geheimnis. Geheimnis. Schauen wir mal. Ja, also hier hatten wir jetzt tatsächlich Glück, weil wir relativ zeitig, was heißt 2:30 oder was waren wir hier? Also wir sind jetzt ungefähr gute 2 Stunden gefahren, ne? Ja, sogar fast 3, ne? 2,5, 3 Stunden. Ja. Sind wir jetzt gefahren von Camping Gallouette nach Rouen. Genau. So, ja, morgen früh geht es weiter. Wir machen jetzt nicht so lange Touren, sondern immer nur so 2, 3 Stündchen. Ne? Ja, langsam nach Hause und dann mal gucken. Genau, dass das jetzt nicht stressig wird auf den letzten Tagen. Stress, was ist das? Genau. Kenne ich nicht. Jetzt werden wir gleich erstmal lecker schnabulieren und dann. Guten Morgen! Ja, die Nacht in Rouen, ist das richtig ausgesprochen? Ja. Rouen? Würde ich jetzt mal so. Okay, Rouen. Ja, war ruhig. Der Platz ist abends gut hell beleuchtet, würde ich sagen. Wir haben gut geschlafen, also kann man gut machen. Hier waren ein paar Fahrzeuge, die sind noch abends oder spät abends hier noch angekommen, haben sich irgendwie noch in die freisten Lücken reingeklemmt. Hier gab es so einen kleinen Picknicktisch, so aus Holz mit 2 Bänken dran, so ein fest montierter, also Tisch mit Bänke montiert. Den haben die einfach weggetragen. So einfach geht das. Einfach weggetragen und dann war da wieder Platz. Ihr was? Ist doch so gewesen. So, Entsorgungsstation ist hier auch noch, habe ich gesehen. Da gucken wir gleich mal, dass wir noch ein bisschen Grauwasser ablassen. Wir werden jetzt hier ein bisschen spülen, aufräumen und dann auch schon wieder weg sein. Ne? Jo. Vielleicht möchte Mäuschen noch was sagen, kurz. Moin oder so. Bonjour. Ne, wir sind dann gleich weg, ne? Weißt du Bescheid. So, wir sehen uns dann aber auf den neuen Stellplatz. Vielleicht ist es dann sogar der letzte. Wir sind noch am Diskutieren, ob wir dann nach Hause fahren, direkt durchfahren. So, angekommen in Saint Quentin oder wie auch immer man es spricht. Saint Quentin. So ähnlich wie das Gefängnis, glaube ich, oder? Genau. Eigentlich ein schöner Platz. Asphaltiert, Parkplatz ähnlich. Ja, nee, schon schöner als ein Parkplatz, definitiv. einzelne Parkbuchten. Ja, breit, sehr breit. Ja, Platz genug. Einchecken in allen möglichen Sprachen. Mhm. Kann man vorher auswählen. Kostet 2 Euro die Nacht. Plus 1 Euro Kurtaxe. Kurtaxe. Also für 3 Euro 24 Stunden. Mitten in der Stadt. Jo. Bis, da ja, am Rand, ne? So im Süden. Hier an so einem... An so einem Freizeitbad. Freizeitbad, genau. Mit Wasserrutsche, vielleicht habt ihr das gesehen, ich habe da was aufgenommen. Hinter uns liegt ein kleiner Fluss. So klein ist der jetzt gar nicht. Eigentlich ganz nett. Ja. Also schön. Ja, also schön. Schön. Definitiv schöner als der letzte. Am Hafen, ja, der war nicht genau. So. Aber gut. In die Stadt rein ist es bis zu dieser großen Basilika 1,3 Kilometer. Zu Fuß. Ob zu Fuß oder mit Fahrrad, das bleibt 1,3. Kann ja sein, dass das ein Fahrradweg anders geht als der Fußweg. Da geht kein spezieller Fahrradweg. Dann ist das so. Das werden wir gleich mal tun. Genau, wir wollen jetzt ein bisschen noch Kaffee trinken und hier so ein mega Croissant. Schoko-Croissant natürlich. Verspeisen und dann gehen wir mal in die Stadt, dann nehmen wir euch mit. Dann gucken wir mal. Genau. Ne? Jo. Das tun wir wohl. Dann mal bis gleich. Ne? 19, 90, eins noch, 14, 10, wir sind 23, jetzt 10, die Mautautobahn 31, gefahren. 31,70 Euro insgesamt. 2,5 Stunden. Ach so, nee, das ist ja nach Rouen, da war ja nicht. Und wir haben bezahlt? 9,20 Euro, 17,20 Euro. 17,80 Euro. Von Rouen nach hierhin. Ja, genau. Ja, teilweise die A16, die ist dann wieder ein Stück zumindest mautfrei gewesen und dann, ja. Ja, dann ist das so. Ne? Genau. So, jetzt aber. Jetzt aber. Eine wunderschöne Basilika. Ja. Leider baufällig. Das kann man auch an vielen Stellen sehen. Der Verfall ist, der Zahn der Zeit nagt. Die Stadt hier, Saint Quentin, gibt es seit 358, wenn ich das jetzt richtig aus dem... also im Jahr 358 nach Christi. Und wenn die Kathedrale hier genauso alt ist, dann ist das klar. Also von innen wird auch gebaut, sind auch Stützen gesetzt worden und Haltebalken aber ist auch und Gerüste und so. Aber ja, auch alte Funde hier drin noch, ne? Auch von anderen Kirchen, wenn ich das richtig gelesen habe. Mein Französisch ist ja nicht so. Also ist gar nicht. Ist gar nicht, genau. Kann man gut mal machen hier. Ja, ja. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen in die Fußgängerzone. Ja, dann staunen wir weiter. Genau. So, für alle Dampfer, direkt gegenüber von der mächtigen Basilika ist noch so ein Dampferladen. Also ihr könnt auch nochmal nachladen. Geek Vape, Vaporesso, Drag X, alles da. Bonjour. Ein letztes Mal Bonjour. Yep. So, wir waren jetzt gerade noch mal in der Stadt, Saint Quentin, auch sehr schön, schöne Basilika. Jo. Habt ihr ja gesehen. Kann man gut machen. Ein nettes Städtchen, also ein schönes Städtchen so zum Bummeln. Schöner Stellplatz, wie gesagt. Stellplatz ist tipptopp. Leider geht jede Reise mal zu Ende. Ja. So auch diese. Morgen geht's gen Heimat. Ja, wir fahren direkt durch nach Hause. Jo. Jo. Und würden euch heute gern mal verabschieden. Ja. Wir würden uns gerne bedanken an alle, die uns begleitet haben, mitgereist sind. War wieder voll hier. War wieder voll hier. Ja. Den Kühlschrank leer gesoffen. Die ganzen Kommentare, die Tipps. Ja. Daumen hoch für euch. War klasse. Ja. Vielen, vielen Dank. Die Reise selber war sehr schön. Schöner als erwartet. Fand ich. Ja. Ich meine, ich hatte mir schon viel davon versprochen, aber dass es jetzt doch so schön ist und wirklich so schöne Ecken an der Küste Frankreichs gibt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also Nordfrankreich waren wir ja, ne? Ja. In der Normandie. Normandie. Und es hat uns wirklich super gut gefallen, mir zumindest. Und Wetter war eigentlich genau richtig. Ne, zwischendurch ein bisschen Regen und windig, aber das ist ja die 1-2 Tage, die oder anderthalb. Ja. Ne, für mich war es an sich genau richtig. Ne? Du konntest T-Shirt, kurze Hose immer, ne? Und ja, war nicht zu heiß. Manchmal ein kleines Jäckchen drüber geworfen, ja, war, ja, aber eher wegen dem Wind. Ja. Der war dann ein bisschen frisch. Ansonsten gibt es nichts zu meckern, finde ich. Fand ich den Urlaub oder fand ich Nordfrankreich super. Ja. Super schön, ja, super interessant. Ja, immer, aber es ist eigentlich auch egal, in was für ein Dorf du reinfährst, irgendwas ist da immer. Ja. Du kannst, ja, irgendwo kannst du immer was Nettes, was Schönes finden. Tipp top. Muss ich ganz ehrlich sagen, tipp top. Ja, wir fahren ja auch nochmal hin hier, definitiv klar. Mhm. Wir wollten ja noch die Bretagne besuchen. Ja. Und das ganze Spektakel da unten soll ja noch mal ein Hauch Dollar sein, keine Ahnung. Wir werden das sehen. Ja. Ja. Wir zischen morgen ab, haben wir schon gesagt. Das war unser Fazit. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt noch ein paar Bilder aus der Stadt St. Quentin. Und mit diesen Bildern würden wir uns auch gerne verabschieden. Ja. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Au revoir. Tschüss. Bonne journée. Glück auf. Bye bye. Tschüss.